Zuerst einmal möchte ich Sie alle nochmal hier in Hamburg begrüßen und ich freue mich, dass Sie so zahlreich erschienen sind. Bevor ich jetzt mit meinem Vortrag anfange, möchte ich, dass Sie sich nochmal an Ihren letzten Urlaub erinnern können. Überlegen Sie, denken Sie nochmal zurück, wie schön es war diesen Sommer. Und jetzt weniger an den Urlaub selbst, sondern an die Reise. Wer von Ihnen ist denn mit dem Flugzeug geflogen? Heben Sie doch mal die Hand. Ja, auch ich bin diesen Sommer mit dem Flugzeug geflogen und als begeisterter Segelflieger hat mich dann die Frage fasziniert, warum können Flugzeuge überhaupt fliegen? Wie ist es möglich, dass so ein großes und vor allem schweres Flugzeug abheben kann wie ein kleiner Vogel? Nun, ich bin der Frage nachgegangen und möchte Ihnen heute die Antwort darauf präsentieren. Dazu möchte ich mir zuerst einmal die Kräfte am Flugzeug anschauen. Es gibt insgesamt vier Kräfte, die am Flugzeug wirken. Zuerst einmal die Erdanziehungskraft oder Gravitation. Sie wirkt auf uns alle, auch jetzt gerade. Dann ist beim Fliegen ganz wichtig Geschwindigkeit. Deswegen darf man den Vortrieb nicht vernachlässigen. Überall, wo sich etwas durch unsere Atmosphäre bewegt, gibt es natürlich auch Reibung, Luftreibung. Dann sprechen wir beim Flugzeug vom sogenannten Luftwiderstand. Schauen Sie sich jetzt diese drei Kräfte an am Flugzeug. Muss da in der Mitte der Darstellung nicht unbedingt ein Flugzeug stehen, da kann auch Ihr Auto stehen. Nur der entscheidende Unterschied zwischen Ihrem Auto und dem Flugzeug ist, dass Ihr Auto bekanntlich nicht fliegen kann. Das heißt, eine Schlüsselkraft fehlt noch. Und diese Schlüsselkraft ist der Auftrieb. Der Auftrieb sorgt dafür, dass das Flugzeug abhebt und der Auftrieb wird bekanntlich erzeugt an den Tragflächen. Die spannende Frage ist jetzt, wie funktionieren diese Tragflächen? Dafür habe ich ein kleines Experiment vorbereitet, wofür ich Lade einmal gerade nach vorne bitten möchte. Ich habe ein einfaches Blatt Papier mitgebracht, vielleicht kennen Sie den Versuch schon und jetzt wird man über das Blatt Papier hinwegpusten. Vielen Dank. Nun, wie Sie sicherlich gesehen haben, hat sich das Papier vorne nach oben bewegt. Das erscheint erstmal widersprüchlich. Wir pusten über das Papier hinweg, aber dennoch bewegt sich das Papier nach oben. Um das zu verstehen, möchte ich den Versuch ein wenig analysieren. Zuerst einmal wird über das Papier hinweg gepustet. Jetzt ist es wichtig, den Effekt von Bernoulli zu kennen. Bernoulli war im 18. Jahrhundert ein Schweizer Physiker und Mathematiker, der entdeckt hat, dass Gase, die schnell strömen, eine geringere Dichte haben als langsam strömende Gase. In unserem Versuch bedeutet das, dort oben, wo gepustet wird, ist eine schnelle Strömung, das heißt, die Dichte ist entsprechend gering. Im unteren Bereich, wo die Luft ruht, ist die Dichte entsprechend hoch. Bei der Luft sprechen wir dann auch oft von Luftdruck, das heißt, wir haben hier einen Druckunterschied von hohem Druck zu geringerem Druck. Die Luft versucht, diesen Druckunterschied nun auszugleichen und so möchten die Luftteilchen unter dem Papier und auch vor dem Papier nach oben strömen, um diesen Unterschied auszugleichen. Sobald dieser Druckunterschied groß genug wird, sind irgendwann die Luftteilchen in der Lage, die Gewichtskraft des Blatt Papiers zu überwinden und dieses in die Horizontale zu heben. Jetzt ist das schön und gut, aber was hilft uns das weiter am Flugzeugflügel? Dafür habe ich ein kurzes Video mitgebracht, der University of Cambridge. Hier wird in einem Windkanal ein Tragflügelprofil getestet. Mithilfe der Rauchlinien wird visualisiert, wie die Strömung sich an dieser Tragfläche verhält. Um jetzt zu sehen, wie sich die Geschwindigkeit verhält, werden wir diesen Rauch pulsieren lassen. Wir müssen einen kurzen Moment abwarten und jetzt sieht man die pulsierenden Rauchfahnen, die sehr schnell um das Flugzeug herumgleiten. Das kann man nicht gut sehen, daher halten wir den Film hier an. Im ersten Bild sehen Sie, dass die Luft auf der gesamten Höhe mit derselben Geschwindigkeit anfließt, auch noch auf demselben Bild, auf dem zweiten Bild. Wenn wir aber in den Einflussbereich der Tragfläche kommen, beschleunigt die Luft oberhalb der Tragfläche sehr deutlich und bewegt sich schneller als unterhalb der Tragfläche. Das heißt, der Tragflügel verhält sich analog zu unserem Experiment, das wir gerade durchgeführt haben. Oberhalb strömt die Luft schnell, unterhalb langsam. Visualisiert am Tragflügel sieht das dann so aus.
Die große Frage, die jetzt aber im Raum steht, ist, warum? Warum fließt die Luft oberhalb schneller als unterhalb? Da kommen wir zurück auf Ihren Ferienflug. Der beginnt ja bekanntlich mit dem Start. Beim Start strömt die Luft oberhalb der Tragfläche ebenfalls langsam. Sogar so langsam, dass sich hier im hinteren Bereich der Tragfläche die Strömung ablöst und nicht mehr der Form der Tragfläche folgt. Die Folge daraus ist, dass sich hinter der Tragfläche kleine Wirbel bilden. Die Strömung unterhalb der Tragfläche ist genauso schnell oder langsam. Diese umströmt dabei die Hinterkante der Tragfläche und durchmischt die Wirbel. Beschleunigt das Flugzeug nun immer weiter und Sie sind kurz vor dem Abheben, verändert sich die Strömung. Die gesamte Strömung wird schneller und die schnellere Strömung umfließt nicht mehr die Hinterkante der Tragfläche. Die Folge ist, dass sich in dem strömungsfreien Bereich ein Raum relativer Ruhe bildet. In diesem Raum können sich die kleinen Wirbel ordnen und einen größeren Wirbel formen. Dieser Wirbel hat jetzt Auswirkungen auf die Strömung um die gesamte Tragfläche herum. Denn in der Strömungslehre gilt, zu jedem Wirbel bildet sich auch ein Gegenwirbel. Wirbel und Gegenwirbel arbeiten wie zwei Zahnräder ineinander. Das heißt, dieser Wirbel, der sich entgegen des Uhrzeigersinns dreht, hat einen Gegenwirbel, der sich im Uhrzeigersinn dreht. In unserer Modellvorstellung bewegt sich dieser Wirbel um die Tragfläche herum. Das bedeutet, dass die von links anströmenden Luftteilchen auf ihrem Weg unterhalb der Tragfläche vom Wirbel, der aus der anderen Richtung kommt, gebremst werden und oberhalb der Tragfläche werden sie entsprechend noch beschleunigt, dass sie noch schneller werden. Das Ergebnis ist das, was wir gerade im Windkanal gesehen haben. Oberhalb der Tragfläche strömt die Luft wesentlich schneller als unterhalb. Die Schlussfolgerung aus unserem Versuch mit dem einfachen Blatt Papier hier vorne und dem Bernoulli-Effekt zeigt dann, dass unterhalb der Tragfläche sich ein hoher Druck ansammelt und oberhalb der Tragfläche ein niedriger Druck entsteht. Die Druckkraft wirkt nun auf die Tragfläche und drückt diese mit dem gesamten Flugzeug in die Luft und Sie könnten den Urlaub fliegen. Jetzt wissen Sie, warum Flugzeuge fliegen können. Vielen Dank. Jugend präsentiert ist ein Bundeswettbewerb für Schüler, die naturwissenschaftliche Präsentationen ausarbeiten. Es sind Schüler aus der ganzen Bundesrepublik. Es geht so bei 12 Jahren, 13 Jahren los und dann bis zum Abitur. Heute sehen wir die besten 6 von 66, denn gestern in einer Vorrunde wurden die eben ausgewählt.